Wir sind unterwegs. Ja, wir sind unterwegs und wie ihr merkt, ist der Ton auch schon wieder schlecht. Ich habe ja immer noch das alte Mikrofon gehabt, was das Rauschen verursacht. Deswegen tun wir ein bisschen Nachvertonen. Also, wir sind unterwegs von Haßfurt. Wir wollten theoretisch mit dem Wohnmobil nach Bamberg fahren, haben uns dann aber kurzfristig entschlossen, das 9-Euro-Ticket zu nutzen und sind zum Bahnhof gelaufen. Haben uns dort in den Zug gesetzt nach Bamberg. Das sind sogar 15 Minuten Fahrt. Und schauen uns heute mit euch gemeinsam dann Bamberg an. Viel Spaß! Die Silvia wartet draußen. Und hier sind wir an der oberen Brücke. Mal schauen, was das für ein Gebäude ist. Haben wir noch nicht rausgefunden. Wir befinden uns jetzt in Bamberg im katholischen Teil, im gehobenen und sind aus dem bürgerlichen Teil, da wo jetzt auch die Einkaufsgalerie ist, beziehungsweise die Einkaufsstraße, hierher gelaufen. Und da sehen wir das alte Rathaus. Hit you with the text on Dexo. My ace boom boom, no flex, no. I won't gas you up like Petro. Just trying to take your way up with a Jesco. But you didn't notice that. Und Silvia und Philou warten wieder. Hi,
your love can slow me down. Don't go far. I take me and you over living large. Know I'll be there wherever you are. Cause you shine bright like, you shine bright like a shooting star. Und auch die St. Jakobs muss mal restauriert werden. Deswegen einer der Türme im Gerüst. Aber das macht nichts. Sind wir schon im Dom St. Peter und St. Georg von Bamberg. Und nach dem Dombesuch geht's jetzt weiter in Richtung alte Hofhaltung. In der alten Hofhaltung ist beheimatet das Historische Museum und das Theater der Schatten. Ja, und die alte Hofhaltung haben wir jetzt hinter uns gelassen und sind Richtung Kloster Michaelsberg gelaufen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht etwas zu essen finden, aber außer Baustelle. Und eine Lokalität, die für uns aber nicht in Frage kommt, haben wir da nichts gefunden. Deswegen genießen wir jetzt gleich noch den Blick in Richtung Bamberg auf Bamberg. Und dann geht's weiter wieder in Richtung Altstadt, Innenstadt und schauen, ob wir da was zu essen bekommen. Der Blick vom Michelsberg aus.
Auf Bamberg. Zwar auf Bamberg auf den neueren Teil. Die Altstadt liegt dann rechts davon. Was hatte ich oben gesehen? Da war was im Bild. Hm. Ich hatte den Fokus auf mich gerichtet. Aber du bist ja auch wunderschön anzuschauen. Ja, jetzt sind wir auf dem Mittelsberg. Und hinter uns seht ihr Bamberg, aber den neueren Teil. Der andere Teil ist dann hinter der Sylvia, wenn man dann so ein kleines bisschen in die Richtung guckt. Wir sind jetzt hochgelaufen und laufen jetzt wieder runter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier oben gibt es nichts zu sehen. Das Kloster hier oben ist so ein bisschen Baustelle. Wir haben so ein kleines bisschen den Blick gucken, dass wir hier vorne vielleicht noch einen kleinen Blick auf die Altstadt von Bamberg kriegen. Hier natürlich auch. Und laufen jetzt runter und suchen uns was Schönes zu essen. Wir haben ja da einen Tipp gekriegt von unseren Stellplatznachbarn. Mal gucken, ob wir das finden. Schauen wir mal. Ja. Und es geht weiter. Und hier das Denkmal vom Bischof St. Otto von 1102 bis 1139, Bischof von Bamberg. Unsere Stellplatznachbarn in Haßfurt hatten uns ja gesagt, wo wir hingehen sollen, in Bamberg. Und da sind wir auch schon im Schlengala, in der traditionellen historischen Rauchbierbrauerei. Das Rauchbier war nicht so unseres, aber die Haxe im Rauchbier, die war total lecker. Und Philo genoss die Ruhe. Hier die ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph. Hier schauen wir von der unteren Regnitzarmbrücke auf die obere Brücke. Und auf der Regnitz kann man auch gut mit dem Kanu trainieren. Hier werden die Schuhe gelüftet. Und unser Stadtbummel findet ein Ende. Wir sitzen wieder im Zug, fahren wieder zum Stellplatz, genießen noch einen Wein und einen Mitternachtssnack. So, der kleine Hunger kommt noch. Deswegen gibt es jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen. Die Reste von gestern. Und wieder das gute Chiliöl mit Knoblauch. Nee, war Knoblauchöl, gar nicht das Chiliöl. Nur Knoblauch heute.
Guten Appetit. Abendschmankerl. Nur für mich. Ich esse eh keine Champignons. Nee, Silvia isst keine Pilze. Deswegen habe ich alles für mich. Pilz. Und bevor unsere Reise weitergeht, zeigen wir euch noch kurz den Wohnmobilstellplatz in Haßfurt. Hier direkt am Radweg gelegen gibt es auch einen Hinweis für die Radfahrer, dass sie etwas langsamer fahren. Und das hat auch super funktioniert. Der Stellplatz ist auch erweiterbar. Dieser Bereich war durch eine Schranke abgetrennt. Aber hier findet auch der eine oder andere seinen Platz und hat auch direkten Stromzugang. Die Stützen gehen hoch und wir werden jetzt noch Wasser entsorgen, die Toilette leeren und neues Wasser auffüllen. Ein Euro. Den stecken wir jetzt hier rein. Bodenwäsche und Stützen an. Jetzt kommt der nicht angenehme Teil und da braucht ihr auch nicht dazu gucken. Deswegen die Silvia, die schwenkt mal Richtung Wasser. Guten Morgen! Wir sind wieder unterwegs in Richtung genau. Hammelbach. Hammelburg. Hammelburg oder Hammelbach? Hammelburg. Da fahren wir jetzt hin. Also es ist schon langsam die Rückreise, weil wir müssen ja am Donnerstag wieder arbeiten und wir werden uns morgen Hammelburg angucken. Und ja, jetzt fahren wir erstmal in die Richtung. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, unseren Kanal abonniert und den ein oder anderen konstruktiven Kommentar hinterlasst. Bis bald, eure Silvia und euer Falk.